Gott. Vater und Tochter? Ja, genau. Ja. Super. Man sieht sie irgendwie an den strahlenden Augen. Ja. Und die strahlenden Augen verbinden Sie mit der Kunst, ne? Ja, genau. Sie bringen uns da eine Zeichnung. Wo haben Sie es her? Mein Mann hat es geerbt von seinem Onkel, der selber gemalt hat, aber eigentlich Anwalt war, mhm, und auch Skulpturen hergestellt hat, mhm, und Weltreisender war und ganz viel mitgebracht hat. Und das alles hat er uns jetzt vererbt. Aber das hat er nicht auf einer Weltreise gegeben? Nein, das nicht. Ja. Nein, das in Oberursel, weil beim Antiquitätenhändler. Sie wissen ja, einiges darüber dargestellt soll sein. Der Sperl, Johann Kollege Sperl. Herr Sperl, ja. Johann Sperl. Ja. Also hier gibt es eine Signatur, Wilhelm Leibl. Wilhelm Leibl war ein berühmter Münchner Maler der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der auch eine Schule gegründet hat, den Leibl-Kreis. Da gab es Trübner, Schuch und auch der Johann Sperl, vor allem ein Landschaftsmaler und Freund von Wilhelm Leibl. Und das war in dieser Zeit auch üblich, dass sich die gegenseitig porträtiert haben. Speziell diese Gruppe hat einander ununterbrochen. Es gibt Bilder vom Schuch, wo er den Trübner malt, und wo der Sperl gemalt wird, wo der Leibl andere malt. Das war auch diese Anerkennung, diese freundschaftlichen Umgang miteinander. Wilhelm Leibl und Johann Sperl haben ja seit 1878 zusammen dann in Berbling, bei Bad Aibling, gelebt und gearbeitet. Wobei sie sich so weniger ins Gehege gekommen sind, weil Johann Sperl eher ein Landschafter war und Wilhelm Leibl immer ein Figurenmaler in erster Linie. Es gibt von Wilhelm Leibl ein Porträt von Johann Sperl. Da ist er unbehutet, so also und hat eine Pfeife im Mund, und das Ganze ist sehr durchlichtet, und man spürt eine ungeheure Sympathie, die der Maler für den porträtierten Freund, für den Freund hat. Es ist eine solche Wärme, die daraus spricht, und man sagt, die kennen sich gut, die mögen sich. Ich mag jetzt hier ein wenig irritieren, dass es ausschaut wie ein gezeichnetes Passbild. Ja. Dazu muss man noch eines sagen, der Leibl leider heute nicht, aber hatte einen, zu Recht, einen ganz, ganz außerordentlich großen Namen und wurde außerordentlich geschätzt. Und es gab eine Zeit in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt, wo man Leibl in die allererste Reihe der Maler und Porträtisten gestellt hat. Aus unerfindlichen Gründen und vielleicht auch, weil die Moden ein bisschen durch die Länder ziehen, ist der Zugang zu Leibl heute nicht mehr so. Die Museen vertreten ihn noch immer, die Fachleute schätzen seine Malkultur, aber er ist ein bisschen außer der Mode. Aber es gab eine Zeit, da war der Leibl überhaupt einer der ganz Großen. Immer wenn es so ein Interesse gibt, gab es dann auch Versuche, dem großen Meister etwas zuzuschreiben, was jetzt nicht von ihm ist. Und jetzt sind wir beim springenden Punkt. Ich sehe es an Ihrem Lächeln. Jetzt sind wir beim springenden Punkt. Wie bringen wir Ihnen beiden jetzt bei, dass wir der Meinung sind, dass das jetzt nicht von Leibl ist? Also da gibt es vielleicht mehrere Punkte anzusetzen. Zum einen sind wir mal bei der Datierung mit 1892. Wenn man so einen gewissen Einblick in das Werk Wilhelm Leibls als Zeichner hat, dann weiß man, dass der in dieser Zeit so malerisch gezeichnet hat, wie man sich nur wünschen kann. Also mit ganz breiten Strichen aussehen, dann das Licht immer so hervorschimmert. Der Kontur ist so gut wie vermieden, während hier der Kontur eigentlich ganz was Wichtiges ist, gerade bei dem Hut. Kontur gibt es schon auch bei Leibl, aber nicht Kontur meint die Zeichnung in den 90er Jahren. Und dann, was auch sehr skeptisch machen kann, ist dieses konventionelle Abschattieren links hinter dem Kopf, da, wo man quasi den Kopf noch näher an den Beschauer heranschieben will. Das sind so Dinge, die einer drauf hat, der gut zeichnen kann, aber ja, das ist nicht wie ein Leibl. Das ist eine gute Zeichnung, aber es ist viel zu brav. Der Leibl hätte... Das hätte ihn nicht interessiert, einfach die Physiognomie wiederzugeben. Es hätte ihn nur interessiert, wenn er auch imstande ist, damit jetzt den momentanen Zustand des Sperl, diese Psychologisierende ein bisschen zu bringen, das Strahlende, die Augen. Ein Maler malt, also außer er ist böse, die Augen eines anderen Malers nie so tot. Nicht? Es gibt schon Maler, die malen dann ihren Kollegen und will damit nur sagen, der hat keine Augen. Nicht? Aber in diesem Fall, aber in diesem Fall ist es, er hat schon gesagt, es ist wie ein Passfoto. Und das funktioniert einfach nicht. Diese Größe, so leid es mir tut,
Naja, müssen wir mitnehmen. Ja. So leid es mir tut, es ist immer schrecklich, in so ein Urteil sprechen zu müssen. Aber es ist zu brav, es ist zu wenig, das schreckliche Wort genial, aber es ist... Es gibt Dinge, die man nur spürt, so in der Musik. Und daher müssen wir leider dieser Signatur, die da unten steht, relativ zart und ängstlich, leider irgendwie ein abschlägiges Urteil erteilen. Wäre es echt, würde heute so eine Zeichnung kosten, doch 7, 8, 10.000 Euro. Ne? Nicht ganz so wie Menzel, aber in Ticket. Aber das nicht echt ist, 50 Euro. Aber was Sie auf jeden Fall haben, und das wird wahrscheinlich stimmen, die Physiognomie des Sperl wird schon stimmen. Die wird schon stimmen. Ja, immer etwas. Vielen Dank und danke. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.